eines von 2 Dutzend Unterseebooten der Bundesmarine. Ihr Einsatzgebiet ist die Ostsee. Nur einmal im Jahr nehmen sie Kurs auf den weiten Atlantik. Aus! Zum Meldung an, Kommandant. Augen rechts. Kapitän Lohnert-Becker, ich melde Besatzung vollständig zur Ausrüstung angetreten. Vielen Dank. Augen gerade aus, Besatzung rüber. Ich hoffe, Sie haben die Tage genutzt zur Erholung hier. Programm weiter steht fest. Jetzt auslaufen, teilweise über, teilweise unter Wasser nach Helgoland. Dort nehmen wir daran teil am Manöver D6. Am 19. werden wir dort entlassen und kehren zurück ins Gebiet Silverpit und werden wieder dem ULG-Verband unterstellt. Fragen? Besatzung stillgestanden, auf Manöverstation! Auf Manöverstation! 22 Mann und ein Befehl. 3 Tage lang hat die Besatzung von U-28 im belgischen Kriegshafen Seebrügge die Gastfreundschaft des NATO-Partners genossen. Jetzt ist es vorbei mit dem Schlendrian. 2 harte Wochen liegen vor den Soldaten. Eingesperrt in die muffige Stahlröhre, ohne Tageslicht, ohne Freizeit und ohne Kontakt nach zu Hause. Mit nur 500 Tonnen sind die deutschen U-Boote heute wesentlich kleiner als im Zweiten Weltkrieg. Und noch enger. Vollgestopft mit Geräten, Waffen und einem Wirrwarr an Elektronik. Für die Mannschaft bleiben 24 Quadratmeter begehbare Fläche. Ein deutscher Schäferhund hat gesetzlichen Anspruch auf 6 Quadratmeter. Na, Kommandant, besetzen Sie doch mal die Station. Frage ablegen. 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 Vorne Wackel. Vorne, los und ein. Kapitänleutnant Erich Weiß, 38 Jahre, Berufssoldat. Mit uneingeschränkter Befehlsgewalt an Bord der liebe Gott, von der Mannschaft ehrfurchtsvoll der Alte genannt. Die Tage werden wieder länger und ich bin glücklich darüber, denn bei Tageslicht kann ich deutlich besser arbeiten als bei Kunstlicht. Wir haben für den Sonntag eine Strukturänderung vorgenommen, eine neue Tradition eingeführt. Wir werden jetzt immer abwechseln zwischen dem Livestream an einem Sonntag und an dem nächsten dann meine Mediengeschichten, so wie jetzt. Den Film, von dem ihr gerade den Einstieg gesehen habt, Typentender und Torpedos, der stammt von 1987, bietet also geradezu eine Zeitreise über 35 Jahre. Ich war seinerzeit Co-Autor, gemeinsam mit Armin Paul Hampel. Das war ein damals noch junger Journalist, der bei uns eingestiegen ist, als Aufnahmeleiter angefangen hat. Und das war dann sein erstes 45-Minuten-Stück, also eine richtig ordentliche Dokumentation. Wie es dazu kam, erzähle ich später noch. Wichtig ist, Hampel hat dann später eine wirklich beeindruckende ARD-Karriere hingelegt, ist mittlerweile auch grau geworden und hat zurückgefunden zu mir. Er ist nämlich unser Regio in Hamburg. Am kommenden Donnerstag, am 25. Januar, geht's wieder weiter dort im Wasserturm. Ihr könnt das alles finden auf thekenalarm.de. Da sind alle Termine vermerkt. So, und jetzt geht's darum, dass ich bitte euch noch mal ein Stück von dem Film zeigen möchte und dann euch die Hintergründe erkläre. Bitte. Mein Name ist Pauli Becker. Ich bin hier an Bord der Bootsoperationsoffizier, auch 1WO genannt. Und ich möchte Ihnen gerne das Boot etwas vorstellen. Wir stehen hier direkt unter dem Turmlug im Bereich der Operationszentrale. Genauer gesagt in der Steuerei. Sie sehen hier bei der Arbeit den Steuermann. Er ist verantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung der Navigation, so dass das Boot sicher von A nach B fahren kann. In dem Verschlag daneben, unserem einzigen Einzelzimmer an Bord, sehen Sie die Koje des Kommandanten. Jetzt würde ich sagen, das gehen wir mal nach vorne. Nassmut, gibt Schnitzel zum Mittelwächter? Jawohl, Schnitzel. Na prima. Das hier ist neben dem Kommandanten unser zweitwichtigster Mann an Bord, unser Smoot. Ja, mein Name ist Hartmut Rossmann. Ich bin gelernter Koch und habe vor meiner Bundeswehrzeit natürlich in größeren
Verhältnissen gearbeitet, nicht wie hier in dieser kleinen 1 Quadratmeter großen Kombüse. Ich verpflege die Besatzungsmitglieder mit 5 Mahlzeiten am Tag. Das heißt, ich kann maximal für 10 Tage Frischverpflegung mitnehmen. Teile werde ich in diesem super Kühlschrank gelagert. Das kommt normalerweise nur Fleisch und Wurst rein. Zwischen den Torpedorohren vorne baumelt Wurst und Meiereiprodukte und hier im Bugraum vorne liegt das Brot. Natürlich nach den 10 Tagen geht es dann die Frischverpflegung zu Ende. Dann haben wir hier noch was Feines. Die sogenannte Uwe-Sonder-Verpflegung. Nicht so gut wie bei Muttern. Das liegt aber dann auch an mir, wie ich das natürlich zubereite. Ja, wir haben von 14 verschiedene Gerichte. Fängt an. Gulasch, Hühnerfrikassee, Eintöpfe und so weiter. Ja, jetzt muss ich natürlich ein bisschen zusehen, sonst schaffe ich das alles gar nicht mehr. So, wir befinden uns hier im Wohn- und Schlafbereich des Bootes. Wie Sie sehen, hat die Freiwache unmittelbar nach dem Auslaufen aufgebockt. In unserem Sprachgebrauch heißt das, dass sich zum Schlafen gelegt. Aufgrund des Zweierwachsystems ist es notwendig, dass eine Koje von 2 Soldaten umschichtig im Wechsel belegt wird. Wenn Sie weiter mit nach vorne kommen, kommen wir in den Bugraum. Hier ist untergebracht der Torpedorohrsatz. Und wie der Smoot eben erwähnte, wird der Raum zwischen den Torpedorohren vornehmlich genutzt, um Proviant zu lagern, weil hier dieser Raum auch relativ kühl ist. So, hier befinden wir uns jetzt im eigentlichen Gehirn des Bootes. Hier sind sozusagen alle unsere Sinne konzentriert. Von hier aus horchen wir nach draußen, von hier aus sehen wir nach draußen. Das alles mit der Hilfe aufwendiger und kompakter elektronischer Anlagen und Geräte. Diese Beutel, die Sie hier sehen, die hängen nicht zufälligerweise hier, sondern sie sind überall im Boot verteilt. Mit deren Inhalt ist es möglich, für die Besatzung sehr schnell von der Bootsatmosphäre unabhängig zu werden. Und zwar geschieht das folgendermaßen: Durch das gesamte Boot verläuft eine Ringleitung, wir nennen die Atemnotluftanlage. Und falls das Boot verqualmt ist oder wir irgendwo einen Wassereinbruch haben, dann werden diese Bokamaten hier in dieser Atemnotluftanlage eingesteckt. Die Anlage mit Atemluft oder Atemgas beaufschlagt und beatmet. Dazu sieht jedes Besatzungsmitglied noch eine solche Halbgesichtsmaske auf. So, jetzt gehen wir weiter in die SCZ, die Schiffstechnische Zentrale. Ach ja, dieser gewichtige Herr hier ist unser Sonarmeister. Für mich immer verwunderlich, wie ein 2-Meter-Mann mit einem so beengten Arbeitsplatz zurechtkommt. Oh, mein Name ist Stefan Mennecke. Ich bin, wie der 1-Büro eben erwähnte, hier an Bord der Sonarmeister. Im Moment bediene ich allerdings bei schlechter Sicht das Radargerät. Normalerweise kümmere ich mich um die Sonaranlagen hier an Bord. Das ist ein akustisches Ortungsgerät, das unter Wasser arbeitet. Man kann sich das so vorstellen, dass es ein Radar ist, mit dem man hören kann. 1-Büro? Ja? Die Programmzeit läuft. Ja, habe ich verstanden. Das ist der Funkraum im Seebetrieb, unsere einzige Verbindung von und zum Flottenkommando. Der Film kam zustande durch Hampels hervorragende Beziehungen zum Verteidigungsministerium, damals noch auf der Harthöhe in Bonn. Er war junger Marineoffizier. Und ich glaube, wir waren sogar die Ersten, die eine Drehgenehmigung bekommen hatten auf einer Manöverfahrt eines getauchten U-Boots. Das also richtig schön. Ich hatte ihm an die Seite gestellt einen außerordentlich erfahrenen Kameramann, Christoph Kutschera, mit dem ich auch eine kollegiale Freundschaft verband und dem wirklich niemand mehr irgendwas vormachen konnte. Es kam dann anders. Also Kutschera ist mittlerweile längst tot. Er wohnte in Wiesbaden, ist auch dort begraben. Immer wenn ich durch Wiesbaden fahre, dann grüße ich ihn im Geiste. Er fehlt mir wirklich sehr. Hampel und er
kamen aber überhaupt nicht miteinander klar. Und das ist natürlich fatal. An Bord eines U-Bootes, da ist es elendeng. Und ein Newcomer im Fernsehen machen, also Hampel als Autor, erstmals mit einem langen Stück, und ein alter Hase an der Kamera, die beiden kamen sich richtig schwer in die Quere. Und zwar so sehr, dass ich dann eingreifen musste. Mich erreichten von den Färöer Inseln, Handy gab es ja noch lange nicht, Hilferufe von beiden, der Reihe nach. Erst Hampel, dann Kutschera, so nach dem Motto, mit dem ganz bestimmt nicht mehr. Ich versuchte zu beruhigen, das klappte aber nicht so richtig. Und der Hintergrund wurde mir dann auch klar. Also Paul hatte natürlich im Kopf einen Film, der sich an Bord dieses U-Bootes nicht richtig gut realisieren ließ. Aber ihr müsst euch vorstellen, eine Kamera auf der Schulter, ungefähr so groß waren die damals, also nicht etwa so ein kleines Handteil, das ging noch nicht. Und eine Kabelverbindung zum Videorekorder, wie hieß das Format denn eigentlich, Betacam. Gut, also zu dritt mussten die da durch dieses U-Boot marschieren und das war verdammt eng, wie ich später dann erfahren habe und am eigenen Leib erprobt. Also, Hampel erwartete von Kutschera einen Gang durch das Boot mit dem 1WO, also dem ersten Wachoffizier als Protagonisten. Der sollte von hinten nach vorne erklären, was da Sache ist. Und Kutschera rammte natürlich immer mit seiner Schulter, mit der Kamera irgendwo an und brach die Aufnahme ab. Ich will nicht bezweifeln, dass er möglicherweise auch irgendwann, nachdem er Paul nicht überzeugen konnte, gesagt hat, das funktioniert nicht und dann absichtlich da irgendwo gegen ist. Weiß ich nicht. Also, wenn man Hampel heute darauf anspricht, der reagiert nach wie vor allergisch. Gut, also das funktionierte nicht. Man muss sich auch vorstellen, an Bord waren, ich glaube, die Stammbesatzung 22 Mann, unser Team 3 weitere. Die hatten dann freigeräumt für unsere Leute, auch für mich später, ich musste übernehmen, haben die freigeräumt ihre Schlafplätze. Denn Einzelkabinen gab es oder gibt es an Bord eines deutschen U-Bootes nur für den Kaloi, Kapitänleutnant, und ich glaube für den Smoot, weil der ja nicht dem Wachsystem unterliegt. Das war schon also eine wirklich beengte Situation. Funktionierte nicht, Hilferuf von den Fahrrädern, habe ich gerade erzählt. Ja, und dann musste ich eine Entscheidung treffen. Entweder einen neuen Kameramann oder ich gehe selbst an Bord. Was gar nicht so einfach war, denn ich musste auch eine Übung vorher absolvieren. Ich musste also eine körperliche Fitness unter Beweis stellen. In Eckernförde, ist wahrscheinlich heute noch so, gab es den Tauchtopf. Da musste also jeder Zivilist, jeder Nichtsoldat, der an Bord eines U-Bootes ging, der musste das absolvieren. Irgendwie 20 Meter in die Tiefe, so ganz genau erinnere ich das nicht. Dann musste man sich da also langsam wieder hochhangeln, weil es darum ging, diese Tauchkrankheit zu vermeiden. In einem Notfall musste man also langsam, Ruhe bewahrend, dann da aussteigen. Ja, das war die Vorgeschichte. So, aber ehe ich euch weiter erzähle, ach, noch was ganz Spannendes. Das habe ich dann also gemerkt. Für diese 22 plus in unserem Fall 3 Leute gab es nur eine einzige Toilette. Und die müsst ihr euch so vorstellen, na, ich weiß nicht, 2 Quadratmeter, 2,5, irgendwie so. Also wenn man auf dem Topf saß und anders ging das gar nicht, dann war direkt daneben das Waschbecken. Da konnte man sich vorher oder nachher die Hände waschen. Oben drüber war die Dusche. Man saß also in der Duschwanne, ja. Und vorher sollte man sich genau überlegen, was man in der Toilette anstellen wollte, also Pipi machen oder groß, das war schon eine wichtige Frage, denn die Tür ging interessanter und dämlicherweise auch noch nach innen auf. So, die ersten paar Tage konnte ich überhaupt nicht, ja, denn draußen wurde auch ständig an der Türklinke gerüttelt und dann hieß das, Badenutte, wie lange brauchst du noch und so weiter, was verständlich war, denn diejenigen, die gerade Wachwechsel hatten, also die jetzt abgelöst wurden durch ihre Kameraden, die wollten sich entweder rasieren, sie wollten duschen oder ihre Toilette erledigen. Also das setzte einen unter Druck. Die ersten paar Tage hat das bei mir nicht funktioniert und danach dann war ich natürlich wahnsinnig glücklich, als ich es geschafft hatte, stand auf und haute mir die Birne an irgendeinem Ventil, denn die Bordwand dahinter, die ging also auch noch schräg runter und das war ein so übles Unterfangen. Ich schau mal, ob ich euch genau das zeigen kann aus der Toilette. Mädels, hoch! Mädels! 3 Stunden auf dem Bock. Das ist das maximale Schlafpensum pro Freiwache. Weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Der ist hoch.
Mahlzeit, Mädels. In kurzen, viel zu schmalen Kojen, im feucht-miefigen Duft des Vorschläfers, verbringen die Männer ihre Nacht auf Rad. Mal ist es heiß, mal kalt. Und immer liegen sie im Durchzug. Beise, beise, Mädels. Sieht hier aus wie von Müll. Immer wieder in dieselben verschwitzten Klamotten zu steigen, kann auch kein Vergnügen sein. Über den alten Kommisswitz vom Wäschewechsel, Neumann wechselt mit Müller, Meier wechselt mit Schulze, kann hier niemand mehr lachen. Zu Hause ziehe ich mich wieder im Kleiderschrank um. Damit ich nicht aus der Übung komme. Ja, wird ja Zeit. Also in diesen Raum, da muss man sich vorher überlegen, wie man da rein will, ob vorwärts oder rückwärts. Das ist nämlich unsere Toilette hier. Das eigentlich auch Bongo genannt. Auf diesem nicht mal ein Quadratmeter großen Raum müssen wir uns jeden Tag mit 22 Mann waschen und auch zur Toilette gehen. Aber man hat halt alles in Reichweite. Man hat hier das Waschbecken, ne? Weil es da so schön eng hier ist, kann man so. Hier unten, da wo meine Füße sind, das ist unsere Duschwanne. Und wir haben auch die Dusche dafür hier. Wo ich drauf sitze, das ist unsere Toilette. Man kann also alles auf einmal machen. Duschen sowie zur Toilette gehen. Ja, und jetzt brauche ich mal 2 Minuten meine Ruhe, ne? Nach alter U-Boot-Fahrertradition ist es eigentlich nicht nötig, sich an Bord zu rasieren. Heutzutage wird das locker gehandhabt, jeder nach seiner eigenen Meinung. Es gibt natürlich auch noch Leute, die glatt rasiert einsteigen vor einer Seefahrt und nach ein paar Wochen wiederkommen und aussehen wie ein Yeti. Ist teilweise auch unvermeidbar durch die Umstände hier an Bord, durch die kurzen Möglichkeiten, die man hat, um eventuelle Zeiten zu nutzen, die man bald braucht für Körperpflege. Es ist auch so bei einer mehrwöchigen Seefahrt, dass das Wasser nicht reicht, damit sich jeder duschen kann. Ach eben, mach mal zu. Ja, sieh zu. Es gibt auch Leute, die man nach Wochen erstmal unter die Dusche zehren muss, da sie es nicht für nötig halten zu duschen, was nach einer gewissen Zeit ziemlich mief entwickelt und relativ unangenehm ist. Andere Leute duschen täglich unsere Badenutten. Ah, bitte. So, auf die Toilette. So, ich habe es gerade mal recherchiert. 31.000 Soldaten fuhren im Zweiten Weltkrieg auf deutschen U-Booten zur See in den Krieg. Und 26.000 davon kamen nie zurück. Das ist eine Verlustquote von ungefähr 80%. In dieser Tradition sahen sich seinerzeit auch die Marinesoldaten der Bundeswehr. Also die wussten schon, was sie, sagen wir mal, dem Land in irgendeiner Form schuldig sind. Und sie fühlten sich auch als Elite. Kann man sicherlich überhaupt nicht bezweifeln. Wir hatten das große Glück, dass wir wirklich mit der Besatzung ein ganz, ganz tolles Verhältnis hatten. Also seltsamerweise an Bord der U-Boote, zumindest seinerzeit, waren das durchaus gestandene, relativ große, massige Menschen. Ich erinnere mich an einen Sonarmat, der war ungefähr 3, 4, 5 Zentimeter größer als ich und ungefähr doppelt so dick. Ja, jedenfalls doppelt so dick, wie ich es damals war. Und wann immer wir an seinem Arbeitsplatz vorbei mussten, also zu dritt natürlich, Kameramann, Tonmann mit der Strippe hinten an dem Videorekorder und gegebenenfalls der Autor, ja, dann musste der also so da stehen, den Bauch einziehen. Aber es gab nie irgendeine Murrerei, was wollen diese Fernsehfuzzis denn hier an Bord. Es war eine wirklich gute Kameradschaft, in die wir einbezogen worden sind.
Und das bedeutete auch, dass einige von ihnen für uns ihren Schlafplatz räumen mussten, damit wir irgendwo unterkamen. Also der Kaloy hat natürlich seine Einzelkabine behalten, der Smoot ja auch. Aber wir mussten ja auch irgendwo schlafen, wenn wir denn schliefen. Und das bedeutete, dass dann Hängematten zwischen den Torpedos aufgehängt wurden, damit die von uns vertriebenen Soldaten sich da ausruhen konnten. Also Wachsystem, das bedeutete sowieso, für jede Position gab es immer zwei Mann, die das Ganze in irgendeiner Form abwechselnd verrichteten. Drei Mann waren ausgenommen, also der Chef selber, der Koch, der Smutje und der Obermaschinist, also auch jemand im Offiziersrang, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt, habe ich vergessen, also jedenfalls jemand, der in irgendeiner Form für die Technik zuständig war und verantwortlich. So, und wir hatten, wo ging die Reise los? Die ging, glaube ich, in Seebrügge los, also da stachen die seinerzeit in See. Und das Ganze hat dann natürlich bei der Tauchfahrt, das war schon sehr dramatisch, du siehst das also auch auf diesen grünlichen Bildern, und Christoph hatte dafür also extra eine Technik gebaut, damit wir das mit der Kameratechnik, die damals ja noch bei weitem nicht so ausgefeilt war, wie sie heute ist, überhaupt einfangen konnten. Also das war schon beeindruckend, und wenn ich mir jetzt anschaue, was heute noch an Kommentaren reinkommt, wir haben den Film ja auf SolarVista TV, also mit SolarVista TV auf deren Kanal YouTube SolarVista. Da findet ihr das, wie alle anderen Werke auch oder die allermeisten davon. Und was da heute noch an Kommentaren reinkommt, also von denjenigen, die seinerzeit an diesem oder einem anderen Manöver in der Nordsee, im Nordatlantik teilgenommen haben, sagen, ich bin gefahren auf der Fregatte so und so und ich weiß, ihr wart hinter uns her oder umgekehrt. Also da ist sehr, sehr viel Emotionalität mit dabei. Ich bin später nochmal an Bord eines amerikanischen Atom-U-Bootes gestiegen. Das war eine ganz andere Welt. Drei Decks übereinander. Also das war zwar Tauchfahrt, aber du hattest das Gefühl, du bist irgendwo in einem Computerspiel. Und die Besatzung zählte da nach Hunderten. Also das war eine ganz, ganz andere Welt. So, aber jetzt zeige ich euch doch bitte nochmal einen Ausschnitt, speziell das, was wir da mit den Radarbildern, nicht Radarbildern, was wir mit den grünlichen Bildern aus dem Seerohr eingefangen haben. Das ist beeindruckend. Ich könnte mir vorstellen, es wird auch den einen oder anderen von euch beeindrucken. Bitte. Route 4, Treffer. Aus Spiel wird ernst. Das Manöver beginnt. Sonneneinstrahlung in 330. Morgen 330. Da kommen Sie so nochmal zu. Ja. Besatzung auf Gefechtsstation. Nach langem Anmarsch trifft U-28 auf den Übungsgeleitzug. Gefordert sind jetzt Geduld und starke Nerven. Denn das Warten auf den Angriffsbefehl kann Tage dauern. Lageabgleich durch Zero GAA. Die Gegner. Ein Zerstörer, drei Fregatten, Tender und Versorger der Bundesmarine. Dies wäre der Golden Moment für jedes U-Boot. Aber ich fahre noch mal drauf. Der da. Der geht jetzt parallel zu dem rechts davonfahrenden Schiff und macht ein Highline-Manöver. Da liegt jetzt die ganze Konzentration auf der Durchführung dieses Manövers. Und da kann ich sie beide wegschießen. Ihnen geht das alles nichts an. Schmut Rossmann muss als einziger nicht auf Gefechtsstation. Da soll mal die Laberei aufhören da. Da kommt jetzt der Steuermann auf seine Gefechtsstation, gell? Nicht nur der Steuermann handelt sich einen Anschiss vom Alten ein. 2 Büro? Ja. Rufen Sie die Braunschweig an? Ja. Moment mal, was ist das für eine... Aber ich bin ich sicher, ob es die Braunschweig ist? Das kann nicht Braunschweig sein. 224? Nein, das ist 224. Aber schnell. Lübeck. Okay, ruf die Lübeck an. 2 Büro. 3 Büro. Das ist Tenne. Ja, ach, die Peilung haben wir noch gebraucht. Das war natürlich nichts. 224 in Peilung 227. Lübeck. 224 ist Lübeck.
Salve hoch. Salve hoch. Ach Quatsch. 2WO. Disregard Transmission out. So. Nun rufen Sie bitte die Lübeck. Victor Sierra Sierra 233. Der hört nicht zu. Victor Sierra Sierra habe ich gesagt. Victor Sierra Sierra 237. Die fahren links und rechts von uns durch. Es ist einfach unverschämt. 1WO. 1WO. Ja. Rufen Sie mal die Lübeck an, ob sie Kontakt hat. Victor, Sierra, Sierra. 1, 2, 6. Die Lübeck ruft. Over. Durchs Unterwassertelefon, eine Rufverbindung per Außenlautsprecher, fragte er 1WO an, ob die Fregatte das getauchte U-Boot geortet hat. Aber ob es stimmt oder nicht, erfahrungsgemäß kommt immer Ja als Antwort, was hier an Bord unschöne Bemerkungen provoziert. Frage, haben Sie Kontakt? Over. Kommt affirmative, 100%. Nehmen wir nicht zu, dass sie Flaschen sind. Also, wird das auch alles leid, was ich eben gesagt habe? Nur die Offiziere haben den Durchblick. Die Mannschaft tröstet sich mit Informationen von der Heimatfront. Da ist die Programmzeit drin? Natürlich, mit Fußballergie. Ach, 3, los, fährt damit. 2. Hast du? 1-0, Köln-Bochum, Kassel-Dolle. Was? Bremen hat verloren, ey. München, 2-2. Wann hat der HSV aufgespielt? HSV, ja, auch HSV ist auch keine Mannschaft. Aber beachte den Zusatz, ohne Gewehr. Ja, warum ohne Gewehr? Also, wir stehen vor einem Verband, die Auffassungsrichtungen sind lange nicht so gut, wie ich es eingeschätzt habe. Die S-Bahn sind zu sehen. Ich schreibe ein unter Echo, Lage mit Abgleich mit GHA. Escort. Escort in 3, 2, 4 eingeschrieben. Bogen links, Lage 20, Abstand ca. 10.000. Ja, so nochmal, das designieren wir mit Delta und Echo. Ja. Dieser Verband wird geschützt durch 3 Fregatten, designiert mit Alpha, Bravo und Charlie. Weiter wird dieser Verband laut Serial geschützt durch einen Helo. Helo bisher noch nicht gesichtet. Angriff auf Glücksburg. Glücksburg designiert mit Delta. Vermutliche MLA von 180 des Verbandes mit 10 Knoten. Sondermeister, haben Sie was auszählen können, Delta? Ja, die Glücksburg lässt sich nicht auszählen, die hat Verstreuungspropeller, aber die Eifel ist gut zu zählen. Werte kommen gleich. Ja, die Eifel ist ausgezählt, eine Welle, 4 Blatt. 90 Umdrehungen, Geschwindigkeit 10,4 Knoten. Windungsklappen öffnen. Windungsklappen öffnen. Windowskopf 2 ist auch für die Schallstelle fertig. Countdown TO2. 5, 4, 3, 2, 1, los! K-Torpedo-Kurs. So, nun ist der Aal raus. Im Ernstfall wäre es natürlich ein scharfer Torpedo gewesen. Jetzt war es nur ein Übungstorpedo. Unterscheidet sich einfach dadurch, dass er nicht explodiert. Er zeigt an, wo er läuft, und dadurch bekommen meine Partner im Spiel hier mit, dass ein Torpedo geschossen war. Im Gegensatz zu früher bekämpfen wir natürlich Fahrzeuge auf wesentlich größere Entfernung. Trotzdem muss ich jetzt sehen, dass ich wegkomme, denn spätestens dann, wenn der Torpedo am Ziel ist, wissen die, dass hier ein U-Boot in der Nähe war. Also dieser Kamerad, der Hubschrauber, das ist natürlich der für mich ekelhafteste Gegner.
Denn der kann mich mit seinem Sonar auffassen, ohne dass ich ihm groß entweichen kann. Denn er kann nämlich viel schneller den Standort wechseln als ich. Und wenn er mir dann noch Wasserbomben oder Torpedos auf den Hut schmeißt, dann habe ich keine Möglichkeit, mich gegen ihn zu wehren. Und ich wünsche mir eigentlich nichts sehnlicher für mein Boot und für die Besatzung, dass endlich mal Waffensysteme entwickelt werden, wo ich auch den Kameraden vom Himmel holen kann. Wenn ich mir so einen Film mit so langem Abstand anschaue, dann fallen mir drei Dinge auf. Erstens natürlich die im Vergleich zu heute wirklich dürftige Technik. Also wir hatten das Fernsehformat 4:3. Der eine oder andere wird sich erinnern. Heute ist es 16:9. So seht ihr mich jetzt beispielsweise. Und natürlich die Auflösung ist eine viel, viel bessere mit deutlich kleinerem, mit deutlich preiswerterem Equipment. Also heute kann man ja fast jede einzelne Pore, jeden Pickel auf dem Gesicht eines Moderators sehen, die muss dann abgeschminkt werden. Das war damals alles gar nicht nötig. Und natürlich, das jetzt am Rande bemerkt, auch die Kosten haben sich stark minimiert. Also seinerzeit kostete beispielsweise ein Schnittplatz komplett, also Computer und die Bandmaschinen damals dazu, wir drehten ja noch auf Magnetband, das war ungefähr so 100.000 Mark, 110.000, 120.000, gigantische Lizenzen, die man da bezahlen musste. Das lief auf hoch aufgerüsteten Apple-Rechnern und so weiter. Heute kannst du das praktisch am Laptop machen und bist, sagen wir mal, mit 1.000, 2.000 Euro dabei. Das geht. So, zweitens ist mir aufgefallen, wie unvoreingenommen uns die Menschen begegneten, einem Fernsehteam. Also beispielsweise die Soldaten da an Bord des U-Bootes. Ja, wir waren willkommen. Ja, und solange wir sie nicht in irgendeiner Form über alle Maßen ärgerten und solange wir nicht hinterher etwas zeigten, was der Realität nicht entsprach, ging das auch in Ordnung. Und das mag heute, und ich weiß es sogar aus diversen Quellen, definitiv anders geworden sein, weil kaum noch ein Fernsehteam auf Menschen stößt, die nicht Vorerfahrung haben. Also da wird nicht mehr der rote Teppich ausgerollt, hui, da kommen welche vom Fernsehen, sondern heute, nein, danke, bleibt mir vom Leib. Also ich brauche euch nicht, ich weiß ja sowieso, was dabei rauskommt. Ihr kocht euer eigenes Süppchen, ihr macht draus, was immer ihr wollt. Und speziell bei den Straßenumfragen kann ich das immer wieder beobachten, dass sich ganz viele von der Kamera abwenden und sagen, nein, nein, danke, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. So, und drittens fällt mir auf, wie schade es doch ist, dass man einzelnen Protagonisten nicht mehr 10, 20, 30 Jahre später begegnet, denn da war in dieser Drehzeit doch schon ein sehr enges Verhältnis entstanden. Und ich bedauere sehr, dass ich zum Beispiel nicht weiß, was ist aus dem Kaloy geworden oder aus dem Smoot oder aus einem der anderen. Das war wirklich, das waren tolle Figuren und insofern kann ich mir vorstellen, dass sie das auch heute noch sind. So, das war jetzt der Abgesang. Ich verabschiede mich von euch nicht, ohne euch darauf hinzuweisen, dass wir das Ganze hier natürlich nicht veranstalten, ausschließlich aus Nostalgie und damit ich euch an einem Sonntag damit unterhalten kann, sondern ich versuche euch reinzuziehen in den Widerstand, in den demokratischen Widerstand beim Thekenalarm, thekenalarm.de. Da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Und dann wisst ihr auch, dass ich jeden Tag, und Olaf ist es und einige andere sind es auch, jeden Tag Stimmung machen gegen diesen falschen Kurs im Land. Dafür brauchen wir euch als Mitspieler. So, nächsten Sonntag dann Livestream und übernächsten wieder ein paar Mediengeschichten. Ich verabschiede mich mit dem Symbol, von dem einige immer noch nicht wissen, was es bedeutet. Die Faust steht für Entschlossenheit und für Kampfbereitschaft.